Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal. Heute soll das hier Thema des Videos sein, zumindest ist das ein Teil davon. Und zwar kümmern wir uns heute um die Bremsanlage von der Africa Twin. Die Problematik ist, dass die Bremszettel halt, genauso wie das restliche Motorrad, einfach 30 Jahre alt sind. Und diese Bremszettel, die arbeiten nicht mehr so richtig gut. Und jetzt habe ich mir bei Motorradersatzzelle 24, danke an dieser Stelle mal wieder für die Teilelieferung, so eine Bremssattel-Reparatur-Sets bestellt. Das heißt, da kriegt man einfach neue Dichtungen und dann kann man die Kolben neu, also muss man die Kolben rausmachen. Das Ganze wird dann Ultraschall gereinigt. Ich habe einen Ultraschallreiniger sogar hier. Dann werden wir die neue zusammenbauen. Und dann werden wir die originalen Bremsleitungen noch gegen Stahlflexleitungen tauschen. Das heißt, wir haben dann von der Serien-Mädchenbremse, die da verbaut ist, die ja im Grunde genommen ja nicht so schlecht ist, aber sobald die warm wird, verliert die massiv an Leistung. Das ist wirklich übel. Das kriegen wir aber hin. Und zwar haben wir ja schon Braking-Scheiben und Braking-Sitter-Race-Belege verbaut. Und das hat aber das Problem nicht behoben, dass die Bremse vorne einfach ein kleines bisschen schleift und deshalb relativ schnell überkocht und viel zu schnell warm wird. Und dementsprechend müssen wir halt alle Leitungen tauschen, die ganze Bremsflüssigkeit tauschen und die Bremszettel machen. Und wir machen gleich alle drei Bremszettel und alle drei Bremsleitungen. Wenn ich jetzt schon dabei bin und das Motorrad auseinander, es macht keinen Sinn, jetzt hier so einzelne Stücke in Kleinigkeiten zu machen, sondern wir machen komplett alles. Alle drei Bremsbeläge, alle Bremsleitungen, alle Fittingen neu, alle Dichtungen neu. Einmal alles neu. Und dann sollte die Bremse, denke ich mal, tadellos funktionieren. Soweit jedenfalls der Plan. Ja, jetzt rollt hier das Intro drin. Nach dem Intro sehen wir uns direkt am Motorrad wieder. Wir bauen alles auseinander und Ultraschall reinigen mit heute. Und dann kommen aber nächste Woche erst die Teile. Das heißt, wir machen heute erstmal zerlegen und Ultraschall reinigen. Gucken uns an, wie das Ganze funktioniert und ob man ein gutes Verschleißbild erkennen kann. Und wenn nicht, dann machen wir trotzdem neu. Weil die Vorderradbremse schleift einfach. Das ist doof. Gut, los geht's! So, folgende Problematik kann ich euch direkt mal vorführen. Wenn wir das Motorrad jetzt anheben auf der Hebebühne, dann haben wir folgendes Problem. Das Vorderrad, das möchte einfach nicht so frei drehen. Ne? Also nicht, dass er denkt, ich bremse hier. Die Bremsbeläge gehen einfach nicht weit genug auseinander und es liegt daran, dass die Bremssättel einfach sich nicht mehr gut bewegen auf den Gleitstiften. Das ist ein Thema und das zweite Thema ist, dass natürlich die Bremskolben eine gewisse Rückstellkraft über diese Gleitstifte haben. Und wenn die einfach nicht mehr richtig ordentlich gleiten, dann hat man das Problem, dass einfach die Bremsscheiben schleifen. Und das ist natürlich nicht so geil. Das ist also die Ursache, warum ich überhaupt angefangen habe, mich damit zu beschäftigen. Und daran arbeiten wir heute. Jetzt bauen wir das Ganze erstmal auseinander. So, ich starte jetzt damit, dass ich als allererstes mal hier oben das Reservoir aufmache. Das mache ich deshalb, weil, wenn ich unten jetzt die Bremsleitung aufmache, dann läuft da natürlich nicht besonders viel Bremsflüssigkeit raus. Das liegt daran, dass dann hier oben ein Vakuum ist. Das möchte ich natürlich vermeiden, also mache ich erstmal oben das Reservoir auf. Und wenn ich dann unten die Bremsleitung aufmache, dann läuft die komplette Bremsflüssigkeit erstmal zumindest, die oben ansteht, da unten raus. Deswegen habe ich da unten auch schon die Ölwanne stehen, dass die Bremsflüssigkeit da direkt reinlaufen kann. Falls ihr noch nicht viel mit Bremsflüssigkeit gearbeitet habt, achtet darauf, die Bremsflüssigkeit ist ziemlich aggressiv. Achtet darauf, dass die Bremsflüssigkeit auf gar keinen Fall irgendwas an eurem Motorrad berührt, was lackiert ist. Das wäre ein großes Problem. Lack reagiert sehr, sehr schlecht auf Bremsflüssigkeit. So, wir haben jetzt oben das Reservoir offen. Jetzt machen wir den unten auf und lassen das unten ausbluten. Ich mache immer noch die Shell auf, dass wir mit der Bremsleitung hier schön drüber kommen. Jetzt die Bremsleitung öffnen, müsste hier theoretisch direkt, yo, relativ viel Bremsflüssigkeit rauslaufen, weil natürlich oben Druck da ist. Das ist aber kein Problem. Also werden wir vorbereitet. So, da haben wir schon den ersten Bremssattel, das ist wirklich super simpel. Wie ihr hier seht, hier läuft jetzt von oben nach unten die Bremsflüssigkeit raus, einfach aus der kompletten Leitung. Wunderbar. Sollte euch irgendwie dummerweise doch mal Bremsflüssigkeit irgendwo hinlaufen, zum Beispiel auf den Reifen oder auf eure eloxierte Fläche hier von der Felge, dann könnt ihr die einfach mit Wasser, ich habe hier mal in so eine Sprühflasche einfach Wasser drin gemacht,
könnt ihr die mit Wasser einfach neutralisieren, diese Bremsflüssigkeit, weil Bremsflüssigkeit ist ja, keine Ahnung, wie das jetzt chemisch da genau zusammenhängt. Auf jeden Fall, wenn ihr Bremsflüssigkeit irgendwo raufbekommen habt, mit ganz, ganz viel Wasser abspülen, dann habt ihr kein großartiges Problem. Das hier alles schon mal soweit angelöst. Ah, ihr seht, da läuft die Bremsflüssigkeit raus. Warten wir mal, wir kommen hier nicht näher ran mit meiner Ölwanne, dass das hier schön rauslaufen kann. So, das war's auch schon. Das läuft das wahrscheinlich aus dem Bremssattel noch ein bisschen raus. Ja. So, das haben wir schon. Dann können wir uns einfach ein Tuch nehmen, dass die Bremsflüssigkeit nirgendwo hin tropft und die Bremsleitung einfach einwickeln. So, das ist schick. Dann tropft auch nichts irgendwo hin. Und jetzt können wir uns den Bremssattel abschrauben. Und dann gucken wir uns das Ganze direkt mal an, wie das aussieht. Und los. So, da haben wir die guten Stücke also auf dem Tisch liegen. Wir machen das jetzt ganz einfach. Wir bauen die einfach mal auseinander und gucken uns mal den Gesamtzustand an. Fangen also einfach erstmal mit dem Innen hier an. Relativ simpel. Wir bauen die Bremsbeläge aus. Dafür müssen wir diese beiden großen Schlitzer hier rausdrehen. Und wenn wir das gemacht haben, dann können wir den Bremssattelhalter abbauen und uns mal die Gleitstifte angucken, wie die aussehen. Bin mir nicht ganz sicher, ob bei dem Reparatursatz neue Gleitstifte dabei sind. Weiß ich nicht, aber das werden wir dann rausfinden. Zur Not kann man solche Gleitstifte auch wieder instand setzen. Vielleicht erinnert ihr euch, ich hatte hier die Bremsbeläge getauscht und da war das alles sehr, sehr schwer rauszudrehen. Und ich habe das alles mit Kupferpaste von Rockoil eingejaucht, richtig großzügig. Und siehe da, man kriegt die einfach rausgedreht. Das war nämlich auf jeden Fall beim letzten Mal ein richtiger Akt, die rauszubekommen. Und jetzt einfach Kupferpaste dran und schon, tada, kriegt man einfach rausgedreht. Ja, nicht mal so schwer. Das hätte ich mal vielleicht machen sollen, als es noch am Motorrad war. War das ein bisschen einfacher. Naja, merken für das nächste Mal. Einfach abschrauben, wenn es am Motorrad ist, dann hat man auch nicht so eine Schwierigkeiten, die lose zu bekommen. Nummer 1. Und Nummer 2, meine Güte. Wir haben schön den abgebrochen jetzt hier, du. Naja, beim nächsten Mal am Motorrad. Ich glaube, das habe ich beim letzten Mal schon gesagt und habe es ohne gemacht. Also ist das, wenn man mit mehreren verschiedenen Motorrädern arbeitet und es sind immer unterschiedliche Bremssättel, dann vergisst man auch gerne mal, dass die Bremssättel unterschiedlich sind. Das sind hier diese die Bremsbelaghalter. Das sind im Grunde genommen einfach so eine Stifte, die sind darin gedreht und halten den Bremsbelag an Ort und Stelle. An der Stelle auch wichtig, da habe ich auch Kupferpaste ran gemacht. Erstmal, weil das natürlich vor Korrosion schützt und außerdem, weil der Bremsbelag denn hier drauf rutschen kann. Aber das hat er offensichtlich nicht genug gemacht und deshalb müssen die jetzt hier raus, die Schnuckis. Die sehen aber noch ganz okay aus, dafür, dass das so ein bisschen geschliffen hat. Die sind jetzt nicht verglast oder so, das heißt, die können wir auch problemlos nochmal benutzen. So, da haben wir unsere Bremsbeläge. Und so sieht der Sattel von innen aus. Hier sind unsere Bremskolben. Ne? Und die müssen wir im Grunde genommen jetzt ausbauen und Dichtungen tauschen. Ist eigentlich nicht so eine große Sache. Aber die Dichtung, auf die warten wir jetzt gerade noch. So, jetzt ist dieser Bremssattelhalter hier auf solchen Gleitstiften an dem Bremssattel befestigt. Den kann man jetzt einfach nach außen wegdrücken. Und der müsste jetzt eigentlich einfach hier rausrutschen. Ne, ihr seht, oh, da kommt er. So, das ist unser Bremssattelhalter und das ist unser Bremssattel. Und so wie ich das gerade sehe, ist hier nicht besonders viel Fett dran. Und da wundert mich dann natürlich auch nicht, dass die nicht mehr gleiten. Das ist natürlich nicht so schön. Naja, wir machen das alles neu und machen das alles schick. Und wenn wir das alles neu und schick gemacht haben, dann sollte der Bremssattel auch wieder richtig ordentlich gleiten und funktionieren. Gucken wir mal.
So, der Bremssattel ist jetzt also komplett zerlegt. Das Einzige, was ich nicht abgebaut habe, ist dieser Gleitstift, weil der Gleitstift sich einfach nicht wegbewegen wollte. Das ist aber nicht ganz so schlimm, weil der Gleitstift kann da ruhig bleiben. Der ist kein bewegender Teil, deswegen kriegen wir das auch einfach so gereinigt. Hier sind unsere beiden Bremskolben, die steckten da drinnen. Die habe ich, die kann man, fangen wir anders an, die kann man noch im eingebauten Zustand, bevor man die Bremsflüssigkeit ablässt, einfach über die Bremspumpe oben kann man die hier rausdrücken. Kann man so machen. Habe ich jetzt nicht so gemacht, weil ich mir habe sagen lassen, man kriegt die mit Druckluft rausgedrückt. Habe ich gemacht, habe die Ablassschraube, also die Entlüftungsschraube einfach drin gelassen, habe hier Druckluft drauf gegeben und dann kommen die Bremskolben einfach aus dem Bremssattel raus. Ganz, ganz vorsichtig sein. Ich habe mir, obwohl ich Handschuhe anhatte, richtig mächtig den Finger eingeklemmt, weil sobald man da Druck drauf gibt, guck mal, der ist richtig schön dolle rot geworden, der Finger. Sobald man hier nämlich Druckluft drauf gibt, kommen die da rausgeschossen. Und ich hatte aber die Finger hier. Und die kamen halt hier rausgeschossen und ich hatte den Finger dazwischen. Ganz, ganz böse Falle. Also, wenn ihr das mit Druckluft machen wollt, so wie ich es gemacht habe, dann nehmt wirklich sehr, sehr wenig Druck. Im Grunde genommen könnt ihr wahrscheinlich mit einer Luftpumpe die rausdrücken. Die 8 Bar von dem Kompressor. Ich habe wirklich bloß ganz kurz gezuckt, ein ganz kleines bisschen Druckluft drauf gegeben und die kam sofort rausgeschossen. Nicht so geil. Habe ich mir auf jeden Fall ein bisschen wehgetan. Dementsprechend passt bei den Kolben schön auf. Das Ganze fliegt jetzt in den Ultraschallreiniger und wenn das Ganze aus dem Ultraschallreiniger kommt, dann sehen wir uns hier wieder. So, los geht's. Da sieht man sofort, wie das Wasser übelst dreckig wird. Sehr schön. Okay, weiter geht's. So, während der Ultraschallreiniger läuft, entfernen wir jetzt quasi die alte Bremsleitung vom Hauptbremszylinder und verlegen unsere neuen Stahlflexleitungen. Das ist keine große Sache im Grunde genommen. Wir müssen hier die Originalleitung abbauen. Die kommt dann hier raus und geht hier unten in eine Metallleitung. Dort. Die Metallleitung geht hier unten quasi hinter den Gabelbrücken, ist die nochmal geteilt, dass die rechts und links quasi auf beiden Seiten ankommt. Das müssen wir nur abschrauben und das ganze System austauschen gegen die beiden Stahlflexleitungen. Ganz, ganz simpel. Yay! Yay! So sieht's aus, die alte Bremsleitungsgeschichte. Toll! In der Zwischenzeit ist der Ultraschallreiniger fertig geworden. Wie man sieht, das Wasser ist auch schön warm. Hier läuft nämlich schön das Kondenswasser oben runter. Von dem Deckel. Jetzt holen wir das einfach mal alles raus und gucken uns mal an, wie das aussieht. Oh ja, schön heiß ist es. Ja, ich glaube, der Sattel selbst muss noch mal eine zweite Runde. Der ist nicht komplett sauber geworden. Das machen wir gleich noch mal. So, der Rest sieht aber erstmal ganz passabel aus. Ich glaube, den Sattelhalter, den stecken wir auch noch mal rein. Na, wir drehen die Sachen einfach mal um und machen das Ganze nochmal für 20 Minuten und dann sollte das aber schon deutlich besser sein. Hoffe ich. So. Und noch eine Tauchfahrt. So sieht das Ganze aus. Die neue Schraube mit den doppelten Hohllöchern ist quasi schon dabei. Ihr müsst also die Schraube nehmen und eine Unterlegscheibe, also Schraube, Unterlegscheibe, erste Leitung, Unterlegscheibe, zweite Leitung, Unterlegscheibe. So muss das Ganze jetzt an den Hauptbremszylinder ran. Das ist zwar eine kleine Operation, weil das Ganze natürlich durch die Stahlflexleitung ein kleines bisschen störrisch ist, aber das ist auf jeden Fall machbar. So, bevor ich das jetzt komplett festmache, ich lasse das noch so ein bisschen locker, ihr seht schon, ja.
Jetzt suche ich mir erstmal einen Weg aus, wo die Stahlflexleitungen lang sollen, weil wenn ich die natürlich hier oben festmache, dann kann es sein, dass die zu kurz sind. Wenn ich die hier unten festmache, kann es sein, dass der Winkel doof ist. Das heißt, ich suche mir jetzt unten erstmal die Anschlagpunkte, wo die neuen Bremssättel hin sind, also die frischen Bremssättel dann hinkommen und wo die Bremssattelleitungen ankommen müssen, also die Bremsleitung. Und wenn wir das gemacht haben, dann können wir das hier oben auch festschrauben. Aber erstmal gucken wir uns jetzt an, wo die lang müssen. So, bei mir in der Waschküche liegt jetzt hier der gereinigte Bremssattel. Und ich finde, jetzt liegt er im Schatten. So, ich finde, das sieht ziemlich gut aus. Ich habe den nochmal ein bisschen mit der Bürste bearbeitet und dann nochmal in das Ultraschallbad geschmissen. Und das sieht ziemlich gut aus. Also dafür, dass der 30 Jahre alt ist und wirklich auch im Gelände bewegt wurde. Toll! Jetzt die Frage, lackieren wir den noch? Machen wir damit noch irgendwas? Oder bauen wir den einfach wieder ein, wie er ist? Weil eigentlich gefällt er mir ganz gut, muss ich mal sagen. Aber schon überlegt, wenn das neue Design kommt, ob das nicht Sinn macht, vielleicht den Bremssattel eine neue Farbe zu verpassen und dann vielleicht diesen Nissin-Aufschriftzug da vorne vielleicht einfach freizuschleifen. Ach, habe ich alles schon mal gemacht. Ist eigentlich ganz geil, sieht auch geil aus. Aber ob das wert ist und ob ich das unbedingt brauche, gerade im Enduro-Bereich, ist eigentlich eher fraglich. Sagt ihr mal was dazu. Richtig ekliger Schmock ist das, der da rauskommt. So, und jetzt einfach, weil es so befriedigend ist, nochmal die Teile, die dreckigen, in den Ultraschallbad legen. Das ist einfach so geil. Guckt euch das mal an. Sau geil. Ha, liebe das Ding. So, das Ganze machen wir jetzt natürlich auch noch mit dem hinteren Bremssattel. Da haben wir genau die gleiche Thematik wie vorne auch. Hier die 12er, ganz einfach lösen. Hier oben den 12er Kopf lösen. Ganz simpel. Und hier sieht man richtig gut, dass der Bremssattel so ein Rebuild-Kit braucht, weil der wackelt hier schon so rum. Ganz schlechte Zeichen, hier tropft gerade Bremsflüssigkeit auf diese Schwinge. Die Schwinge ist unbehandeltes Aluminium. Die müssen wir sofort abwischen, sonst haben wir da große Schwierigkeiten nachher. Abwischen, Wasser drauf und dann haben wir kein Problem. Ihr seht nämlich, das sieht hier alles schon nicht so geil aus. Das liegt in erster Linie daran, dass hier irgendjemand mal Bremsflüssigkeit hat auslaufen lassen. Und dementsprechend das alles nicht mehr so pralle ist. Ja, hier ist einfach der Gummi schon komplett kaputt von dem Bremssattel und deswegen wackelt der auch so rum und der klappert. Hier müsste eigentlich, auf dieser Schraube müsste eigentlich so ein Gummi drauf sein, der ist einfach komplett nicht mehr vorhanden. Und deshalb klappert der Bremssattel beim Fahren, wenn ein bisschen hucklig ist, hört man das hier Klapper hinten. Das sollte so nicht sein, dementsprechend braucht man da so ein Reparatursatz für den hinteren Bremssattel. Jo, den kriegen wir jetzt geliefert die nächsten Tage. So, na komm schon. So. So, das ist schon ab der Bremssattel, lassen wir ihn ausbluten. Die Bremsleitung können wir einfach hier hängen lassen. Die blutet hier auch aus über dem Teil. Jetzt bauen wir den auseinander, wie die anderen Bremssattel auch, und dann schmeißen wir ihn in das Ultraschallbad. So, meine lieben Freunde, hier liegt jetzt also alles, was wir jetzt Ultraschall gereinigt haben. Ihr seht, es sieht alles aus wie, naja, nicht wie neu, aber zumindest mal so, als könnte man das wieder für eine ganze Weile verwenden. Was ich jetzt noch mache, ist, die Gleitstifte, die sind schon ziemlich verschunden und abgenutzt. Die Gleitstifte, die poliere ich jetzt gleich noch. Dafür nehme ich, das habt ihr schon in vielen anderen meiner Videos gesehen, dieses Schleifvlies, Poliervlies. Damit mache ich hier quasi die Oberfläche wieder blitzeblank, dass die Bremssättel darauf auch ordentlich gleiten können.
Und dann muss ich leider noch auf das Paket warten, weil das ist noch unterwegs, wie das so häufig ist bei der Post. Das ist einfach nicht angekommen. Was ich noch sagen wollte, die Stahlflexleitungen, die wir verlegt haben, die sind selbstverständlich zugelassen und eingetragen. Da unten steht Honda XRV 750, ne? Habe ich extra da markiert, dass ihr das seht. Die Stahlflexleitung kann man also ganz getrost fahren. Muss man halt bloß Zettelchen mit sich führen oder mit dem Zettelchen zum TÜV und das Ganze eintragen lassen. Eine Sache noch, wir haben für die Hinterradbremse selbstverständlich auch noch eine Stahlflexleitung. Die kommt aber dann, wenn wir das Ganze zusammenbauen, eingebaut. Eine Sache wollte ich euch noch zeigen, und zwar, wo wir die Bremsleitung jetzt verlegt haben. Los geht's. Achso, by the way, wenn wir schon dabei sind, die Hinterradbremse zu machen, kommen selbstverständlich Sinter Race-Belege und eine Braking Wave-Scheibe ruf, hundertprozentig. Wie wir das immer machen. Und hier seht ihr jetzt die Stahlflexleitung nach wie vor, die sind nicht fest. Ich habe es jetzt erstmal, wie gesagt, bloß so gemacht, dass wir wissen, wo sie lang gehen. Die gehen jetzt also nach da unten, haben eine sehr, sehr gute Route, wie ich finde. Müssen wir mal überlegen, ich mache die unten noch irgendwo fest, dass die sich hier quasi nicht wegoxidieren können und auch irgendwas durchschleifen. So sieht das Ganze aus. Dann kommen die hier hinter der Gabel raus, da ist so ein Clip, der die Bäden miteinander verbindet. Und hier war damals, da unten seht ihr diese Verschraubung, hier war vorher auch die Bremsleitung verschraubt. Das heißt, hier werde ich mir was bauen, wie so einen kleinen Halter, dass die Bremsleitungen hier dann auch festgemacht werden können. Genau, und dann jetzt einfach direkt zum Bremssattel. Hier ist noch so ein Bremsleitungshalter. Und dann kommt nachher der Bremssattel hier hin. Da ungefähr ist die Verschraubung, so in dem Dreh muss das sein. Und dementsprechend läuft hier denn diese Route lang. Da müssen wir dann nochmal gucken, dass die nachher nicht irgendwie vielleicht 2-3 cm zu lang sind. Deshalb habe ich die hier noch nicht festgemacht, weil zur Not kann ich die dann hier oben einfach noch ein Stück rausziehen, dass die da unten nicht zu viel Flexibilität haben und nachher beim Fahren vielleicht irgendwo hinkommen, das wäre irgendwie suboptimal, das wollen wir nicht. Genau, und dann wird halt hinten auch noch eine Stahlflexleitung verlegt. Um das zu machen allerdings, muss die Batterie raus, weil man kommt sonst an den Hauptbremszylinder nicht dran. Also man kommt zwar schon da oben ran, aber dann, ich muss die ja noch verlegen und so, und das ist nicht so einfach, so wie es jetzt hier gerade ist. Genau, soviel also zu der Hinterradbremse. Das machen wir aber alles, wenn die Bremssattel-Reparatur-Kits da sind. So lange, das dürfte jetzt noch 2-3 Tage dauern, so lange liegt das jetzt hier und wartet darauf, wieder zusammengebaut zu werden. Ich bin schon sehr spannend. Tut mir mal die Fallen und sagt mir mal, ob ich so lange, wie das hier zerlegt ist, vielleicht noch was mit dem Bremssattel machen soll. Eigentlich gefallen sie mir jetzt gut, weil die passen gut zum Motorrad, aber irgendwie könnte man da definitiv noch was machen. Vielleicht fällt euch dazu ja was ein. Ja. Ihr seht, das Projekt geht in 7 Meilenstiefeln voran. Der Lackierer hat auch schon Bescheid gesagt. Jetzt am Wochenende lackiert er die Teile. Das heißt, rein theoretisch müsste ich die nächste Woche haben. Theoretisch. Ich hoffe, dass er sie fertig kriegt. Das wäre natürlich mega geil, weil dann können wir nächste Woche nämlich tatsächlich das Motorrad zusammenbauen. Jetzt habe ich zwar die Bremse zerlegt, in der Hoffnung, dass die Teile pünktlich kommen, wovon ich jetzt mal ausgehe. Und wir kriegen nächste Woche wahrscheinlich die Verkleidungsteile. Das heißt, ich hoffe, dass wir die Bremse fertig gebaut kriegen, bis die Verkleidungsteile und der Tank da sind. Weil, wenn die Verkleidungsteile und der Tank da sind und wir die Bremse wieder zusammen haben, können wir eine Runde Motorrad fahren. Das wäre ja mega geil. Und ich möchte natürlich auch endlich wissen, ob unser Vergaser-Tuning-Kit, was wir eingebaut haben, auch dementsprechend funktioniert. Genau, das ist also jetzt gerade aktuell das, was mich bewegt zu dem Motorrad und zu dem Projekt. Ja, meine lieben Freunde, vielen Dank, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.